Alles über Bots, Cortana, die Holo, Jens und das große anstehende Windows 10 Update. Neue Features bei Snapchat und Drohnen im Kampf gegen Krankheiten. All das heute in Eternal News, die wir, wie wir angekündigt haben, weil wir das ja mal wechseln wollen, mit der aktuellen Sony A6300 drehen. Zuletzt haben wir noch über Microsoft geschimpft, dass irgendwie alle geilen Sachen nach der Devices Keynote ihren Zauber verloren haben. Und dann kommen die am Mittwoch mit einer Präsentation um die Ecke, die doch wieder zu begeistern wusste. Aber irgendwie auch Angst machte. Aber mehr dazu später. Was wurde denn nur alles vorgestellt? Also, da es sich um eine Entwicklerkonferenz handelt, wurden tatsächlich auch sehr, sehr viele Dinge für Entwickler vorgestellt, die für den Konsumenten gar nicht so weltbewegend sind. Zum Beispiel versteht Windows bald auch Linux, da Programmierer in der Bash Shell jetzt auch Unix-Befehle nutzen können. Für den Otto-Normal-User böhmische Dörfer. Für Programmierer wohl die beste News zu Windows 10 seit langem. Außerdem wurde das finale DevKit der HoloLens gezeigt, das jetzt raus an die Entwickler geht. Und gerade der Einsatz der AR-Brille für Businesskunden wurde dabei herausgestellt. Universitäten, Krankenhäuser oder die NASA, die die AR-Brille für die Forschung oder zu Lernzwecken nutzen könnten. Für den Gamer war da diesmal aber nichts dabei. Der wurde eher mit dem Zusammenwachsen von Windows 10 und Xbox One abgeholt, da die Universal Apps nun Einzug in den nun auch gemeinsamen App Store erhalten. Also Apps, die sowohl auf Xbox One und auf Windows 10 Geräten laufen. Forza 6 wird hier den Anfang machen, Quantum Break und Killer Instinct sollen dann folgen. Das größte und spannendste Thema war allerdings die Interaktion zwischen dem Menschen und der Technik. Von neuen Funktionen für einen Stift über einen virtuellen Assistenten für Blinde, der per Bild- und Mimikerkennung die Umgebung für einen Blinden erfahrbarer macht, bis hin zu Cortana, die in Zukunft über Skype mit Bots einer Webseite für euch eine Reise buchen kann. Dafür scheinen nur rudimentäre menschliche Interaktionen nötig zu sein. Eigentlich erklären zwei Bots sich alles selbst automatisch. Ich weiß auch nicht. Alles super spannende Ideen, die auch noch sehr weit zu sein scheinen. Und daher die Frage an euch. Macht euch so etwas Angst, dass Roboter in Zukunft für uns Dinge klären und uns nur noch um ein kurzes Ja oder Nein bitten, wenn sie Informationen über uns, die sie aus dem Kontext unserer Nachrichten bereits wissen, an andere weitergeben wollen? Oder macht das alles so viel einfacher und ihr feiert die Möglichkeit, einen Assistenten wie Jarvis haben zu können? Diskutiert gerne in den Kommentaren und benutzt unseren Hashtag der Woche, Hashtag TurnOnBots bei Twitter. Da werden wir dann in den nächsten News gerne darauf eingehen. Der letzte Hashtag der Woche war ja TurnOnSE. Da habt ihr auch fleißig getwittert. Unter anderem, Maxi Maurer, TurnOnSE ist mir eigentlich relativ egal, was Apple da wieder fabriziert. Werde mir sowieso kein neues der neuen Produkte zulegen. Florian van 3 schrieb, das Design ist ja schön und gut und das iPhone SE ist auch ein ziemlich gutes Device, 6S-Specs, aber warum in einem Design von vor 3 Jahren? Fabier, warum haben Sie nicht das Gehäuse vom iPhone 6 in einer kleineren Größe verwendet? Schaut euch gerne auch nochmal unseren Livestream von vorhin an, da sind wir auch auf weitere Tweets von euch eingegangen. Und jetzt fleißig mit TurnOnBots twittern über die Roboter-Apokalypse oder den neuen Lieblingsroboter-Assistenten. Wie würdest du ihn denn nennen? Jarvis ist ja jetzt schon vergeben. Oder sie. Oder es. Schatz. Ach, und wo es gerade eigentlich gute Nachrichten von Microsoft gab, noch das. Denn ihr kennt das. Ihr habt ein Windows Phone und wollt euch die aktuellste App für irgendeinen Einsatzzweck herunterladen und müsst feststellen, dass im Windows Phone Store gähnende Leere diesbezüglich herrscht. Dieses Problem wird nach all der Zeit nicht kleiner, sondern größer, denn große Hersteller stellen nicht nur keine der bekannten Apps für iOS und Android zur Verfügung, sondern ziehen sie auch nach und nach zurück. Jüngstes Beispiel ist leider GoPro. Zwar wird es noch für einen gewissen Zeitraum einen sogenannten Legacy Support für bisherige Phones und App-Versionen geben, falls Verbindungsprobleme oder andere Bugs auftreten sollten. Eine niegelnagelneue Version für Windows 10 Mobile wird es jedoch nicht geben. Ob das nun mit dem nicht wachsenden Windows Phone Markt oder den hohen Verlusten im Hause GoPro zu tun hat, lässt sich nur mutmaßen. Wir denken jedoch, dass sich dadurch vielleicht sogar noch bessere Drittanbieter-Apps behaupten können, so wie das damals beim Thema YouTube war. Snapchat wird 2016 alles zerstören. So heißt es zumindest in einem aktuellen Snapchat-Ratgeber eines bekannten deutschen Influencers. Nach dem jüngst veröffentlichten Update könnte er damit vielleicht sogar recht haben. Aber vielleicht auch nicht. Die neue Chat-Funktion zum Beispiel. Die heißt jetzt nicht nur Chat 2.0 und hat 200 coole Emojis im Petto, sondern kann, naja, Texte, Audionachrichten, Bilder oder Videosnippets senden. Ganz egal, ob an Freunde oder Fremde, alles geht quasi in Echtzeit, die keine ist.
Außerdem kann man jetzt Stories, also all die geposteten Bilder seiner Freunde, einzeln oder komplett überspringen. Oder man kann sie einfach automatisch weiterlaufen lassen, sofern man sich vielleicht gern mit Snaps berieseln lassen möchte. Zugegeben, die Funktionen kennt man alle aus WhatsApp, Facebook Messenger und Co. Nur jetzt in noch bunter und noch verrückter und sind, neben den sich immer neu erfindenden Face-Tracking-Spielereien, tatsächlich eine nette Abwechslung zu den sonst inzwischen schon langweiligen Nackt-Selfies. Ach ja, übrigens keine Nackt-Selfies findet ihr in unserem Snapchat-Account, der da heißt Turn on Snaps. Samsung ist ja momentan bei den meisten Mitmenschen als Hersteller für Handys und ein bisschen auch für Fernseher bekannt. Was jedoch viele nicht wissen, die Kollegen machen ja noch eine ganze Menge mehr. Wie zum Beispiel aktuell intelligente Windschutze. Schütze. Schutzes. Gibt es einen Plural von Windschutz? Das Prinzip erinnert stark an ein inzwischen schon häufig in Autos verbautes Head-Up-Display. Gerade bei Motorrad- bzw. Rollerfahrern soll die Sicherheit durch solch ein technisches Update steigen. Nicht nur, dass eure Navigations-App angezeigt wird, sondern auch dadurch, dass alle möglichen Benachrichtigungen wie SMS, WhatsApp, Mail und Co. angezeigt, aber nur mit einer vorgefertigten Nachricht beantwortet werden können. Wie zum Beispiel, hey, ich fahre gerade, rufe später zurück. Nun ja, zwar unterstreicht Samsung ganz klar, dass dieses Konzept besonders für junge Fahrer ausgelegt ist, doch ob die bisherige Richtung für ein ohnehin schon in Straßenverkehr etwas benachteiligtes Gefährt aufgeht, muss sich in Zukunft erstmal zeigen. Ach ja, Drohnen. In Zukunft wohl buchstäblich das Allheilmittel für die kleinen und großen Probleme dieser Welt. Mit eines der großen wird nun angegangen, und zwar der Bekämpfung von AIDS im Land mit der höchsten Infektionsrate weltweit, Malawi. Denn es ist so, Diagnose und Behandlung im südafrikanischen Malawi sind schwierig. Deswegen werden nun Drohnen für den Labortransport von Blutproben getestet, um beispielsweise frühzeitig Diagnosen bei Neugeborenen erörtern zu können, da diese zu einem solch frühen Zeitraum keine Antikörper parat haben. Der Vorteil liegt darin, dass Testergebnisse nicht mehr mehrere Wochen oder gar Monate dauern, sondern nun innerhalb weniger Tage zur Verfügung stehen. Denn wegen schlechter Straßen und hoher Benzinkosten im bitterarmen Malawi ist dieses Prozedere sonst langsam und mühselig. Außerdem kann ganz nebenbei solch ein Drohnentransport auch für weitere entsprechend passende oder notwendige Güter eingesetzt werden, wie zum Beispiel der kostengünstige und effizientere Transport von Verhütungsmitteln oder ähnlichem. Wir sind gespannt, wie Technik in Zukunft noch weiter unserem Gesundheitswesen Gutes tun wird. Wenn ihr in Zukunft weiter über aktuelle Geschehnisse aus der Welt der Technik auf dem neuesten Stand sein wollt, lasst gern ein Abo da. Und nebenbei, wie immer, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen und ein Social Media Follow. In der Infocard findet ihr noch das Ende von Alex' Notebook Odyssee und für umfassenden Hirnschmalz unsere letzten Turn-On-News. Ja, und wir gehen jetzt weiter fleißig mit iDevices herumspielen. Schon weggeschlossen. Alle? Kann ich das iPad vorhaben? Na gut, aber nur das halbe.